Der Ursprung dieses Schiffes ist ein Torpedofangboot, also militärische Nutzung. Den Rest haben wir komplett umgebaut. Wir haben eine Feuerlöschanlage nachgerüstet. Wir haben den Motor komplett überholt. Alle Kommunikationsgeräte, Satelliteninternet, alles komplett nachgerüstet. Das, was wir hier gemacht haben, sind um die 25.000 Stunden Arbeit. Und ich möchte zum Ausdruck bringen, es ist mir eine Freude und eine Ehre, heute hier mit Ihnen dieses Schiff in Dienst zu nehmen. Die Personen können Steuer- oder Backbord hier an Bord und dann steht hier medizinische Person und macht die Triage. Also wer braucht akute Hilfe, wer braucht später Hilfe und wer braucht keine Hilfe. Die Seenotrettung ist etwas, was unter großem persönlichen Einsatz geschieht. Und dass Sie diesen Einsatz leisten mit all dem, was dazugehört, obwohl Sie das eben nicht müssten, das beeindruckt mich zutiefst. Auf meinem Zähler persönlich stehen 465 Menschen, die ich mit den großen Teams, die wir hatten, schon aus dem Meer gezogen habe. Zu sehen, wie dankbar die Menschen sind, zu sehen, wie hilfsbedürftig die Menschen gelohnt, sind, ist für mich der meiste Antrieb, hier auch 14 Monate jeden Tag zu stehen. Dieses Schiff ist ein Zeichen für Nächstenliebe und Mitmenschlichkeit. Natürlich geht es in erster Linie darum, Menschen vor dem Ertrinken zu retten. Es muss aber unbedingt hinzugefügt werden, dass durch den Einsatz dieses Schiffes und anderer Schiffe in der Öffentlichkeit deutlich gemacht wird, dass es hier eine Not gibt, die eine Lösung braucht. Und die zivile Seenotrettung übernimmt etwas, was andere, die eigentlich dafür da sein sollten, nicht tun. Wir können die Menschen absaugen, wir können die Menschen beatmen, wir können Medizin geben durch einen Perfusor, wir haben ein EKG und einen Defibrillator. Dieses Ultraschall hat schon 2 Leben gerettet. Also wir hatten eine Person, die von Stockschlägen, von Folter, quasi eine Einblutung zwischen Rippenfell und Lunge hatte. Nur durch den Ultraschall konnte man quasi dann die Punktierung richtig setzen, um das abzulassen, um ihnen eine große Erleichterung zu geben. Ich halte es nur ganz schwer aus, wenn aus persönlicher Distanz heraus über geflüchtete Menschen gesprochen wird und nicht jederzeit präsent ist, dass das Menschen sind wie ihr, wie sie, wie ich selbst. So sei nun dieses Schiff, die Reise Barf, unter den Schutz und Segen Gottes gestellt. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich taufe das Schiff auf den Namen Rise Above. Richtig vorne an.